Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen FreeCAD-Tutorial. In diesem Tutorial soll es um die parametrische Konstruktion von Körpern gehen. Und da möchte ich jetzt kurz starten. FreeCAD sieht folgendermaßen aus, wenn man es neu gestartet hat. Ich habe allerdings festgelegt, dass er standardmäßig im Part-Design-Modus starten soll. Einstellen tut man das Ganze, wenn man das gestartet hat, hier über die Einstellungen. Und da schauen wir mal kurz rein. Und da stellt man es mal ein, die Sprache. Und hier wird ausgewählt, welches Modul automatisch nach Startvorgang gewählt werden soll. Wenn da gar nichts steht, dann kann man auch keine neuen Dateien anlegen. Das macht wenig Sinn. Deswegen Part Design ist da eine ganz gute Wahl. Okay, weiter geht's. Wir erzeugen erstmal eine neue Datei. Datei neu. Und dann will ich aber gar nicht mit der Konstruktion beginnen, sondern mit der Parametrik. Und zwar, wir wählen jetzt hier ein anderes Modul, das nennt sich Spreadsheet. Und dann können wir hier ein neues Spreadsheet anlegen, also eine Tabellenkalkulation wie in Excel. Und das Ding nennen wir jetzt erstmal um, das heißt Par. Das machen wir, weil wir das hinterher oft benutzen müssen, diese Buchstaben. Und das Spreadsheet ausgeschrieben wäre eindeutig zu lang. So, dann können wir das Ganze doppelklicken. Und dann haben wir hier so eine Tabellenkalkulation wie in Excel. Hier diese Spalte benutze ich, um für mich die Werte benennen zu können, dass ich weiß, was es ist. Da schreibe ich die Werte selbst rein. Und hier hinten schreibe ich noch weitere Werte, die eventuell, wo ich was eingebe, die dann hierauf übertragen werden. So, wir beginnen erstmal. Wir haben, ich möchte so ein Gehäuse konstruieren für ein LC-Display, wie das im 3D-Drucker beim 3D-Drucker benutzt wird. Und was liegt da näher, als das eben auch in FreeCAD zu machen und mit einer parametrischen Konstruktion. So, wir haben erstmal zwei Werte, die trage ich hier hin, und zwar die Außenmaße des Gehäuses. Das soll 160 mm in der Breite sein und 60 mm in der Höhe. Und dann habe ich hier vier Werte, die ich jetzt daraus ableiten muss. Einmal die Außenmaße. Da schreiben wir gleich. Aber ich muss erst noch ein paar weitere Werte. Also da machen wir jetzt innen x. Quatsch, außen ist das. Außen x, außen y, innen x, innen y. Dann haben wir die Wandstärke. Wandstärke. Wir haben einen Radius 1 für die, den nennen wir mal Außen R, Innen R. Das ist für die Abrundung, sehen wir gleich mehr. Und ich denke, das reicht erstmal. So, dann haben wir die abgeleiteten Werte. Warum muss ich die überhaupt ableiten? Ich will ein Gehäuse machen, was 160 in der Breite ist. Es soll aber abgerundete Ecken haben. Die bekommen in dem Fall den Radius außen R. Und ich kriege die Länge dort nicht parametrisch so einfach, sag mal, dargestellt. Deswegen muss ich kleinere Werte berechnen für die Strecken, die ich gleich konstruieren werde. Und zwar, das wird die C1, das heißt die Breite, minus 2 mal den Außenradius, das ist B6. Da steht jetzt R, das ist auch völlig normal, weil ich sollte eine Wandstärke definieren. Die machen wir mal auf 4. Der Außenradius wird 5, schon steht da oben Wert. Und der Innenradius, da machen wir die 1, weil das ist normalerweise die Differenz aus den beiden. So, dasselbe machen wir hier gleich. C2 minus 2 mal den Außenradius B6. Da haben wir 50. Und für den Innenradius, für den Innenwert müssen wir dasselbe machen. Das heißt C1 minus 2 mal die Wandstärke. Das ist B5. Und minus 2 mal B7. Das ist der Rundungsradius. Da kommen dieselben Werte raus wie oben. Das ist in dem Fall so. Ob das immer so ist, müssen wir nachschauen. So, dann haben wir hier gleich C2
minus 2 mal Wandstärke, B5 minus 2 mal den Innenradius B7. So, dann haben wir alle Werte hier berechnet. Jetzt müssen wir den noch Namen geben. Das macht man über einen sogenannten Alias, das heißt außen x, Eigenschaften Alias, außen y, Eigenschaften Alias, innen x, Eigenschaften Alias, innen y. Dann haben wir die Alias Wand Stärke. Dann haben wir den Außenradius und den Innenradius. Damit können wir jetzt loslegen. Wir wechseln in den Modus Part-Design, wechseln hier auf das Modell und da haben wir jetzt unsere Tabelle, mehr noch nicht. Ich erzeuge eine neue Zeichnung in der XY-Ebene auf Plan, also auf 0, z gleich 0. Da haben wir unsere Zeichnung. Ich kann jetzt hier in dieser Zeichnung kann ich mit der Shift-Taste und der Mittel-Maus-Taste kann ich das halt schön hin und her bewegen. Ich will das hier aus diesem Punkt in diese Richtung konstruieren. Und ich erzeuge erstmal einen Quader. Dem gebe ich jetzt vorher die Radien mit. Das heißt, das hat einen ganz bestimmten Grund, weil die muss ich erst konstruiert haben und entsprechend auch die Werte vergeben haben, bevor ich die Längen dieser Strecken ändern kann. So, dann machen wir weiter. Einmal Escape oder die rechte Maustaste. Dann können wir einfach so einen Radius antippen und den definieren. Der ist 5,9741 mm. Ich gehe auf Fx. Dann gebe ich hier ein paar Punkt. Und das ist ja der Außenradius. Da haben wir einen. Und das machen wir jetzt mit allen. Von x außen. Also wir können mal gucken, ob wir nicht mehrere auf einmal machen können. Das geht. Ja, will ich. F von x. Und dann machen wir auch wieder paar Punkt Außenradius. So, dann, was er jetzt hier gemacht hat, er hat diese beiden Radien gleichgesetzt. Das heißt, wir können das theoretisch auch, das ist von der Konstruktion wesentlich einfacher. Ich gehe mal hier einen Schritt zurück, Schritt zurück, Schritt zurück. Ich selektiere alle Radien. Und wir machen das wieder paar Punkt Außenradius. Enter. Okay. Dann haben wir hier nur einmal die 5 mm stehen und die anderen sind mit einer Gleichheitsverknüpfung daran gebunden. So, Nummer uno, fertig. Dann geht's weiter. Ich möchte diese Länge definieren. Das macht man mit diesem Parameter. Da muss ich wirklich nicht beide definieren, weil durch die Parallelität ist das schon eingeschränkt. Das heißt, ich nehme einfach, ich möchte das mal hier oben lieber machen. Da kriegen wir einmal dahin. Länge f von x, paar Punkt außen x. Und das machen wir hier. F von x, paar Punkt außen y.
dann ist die Form schon mal soweit definiert. Und jetzt möchte ich das hier noch unten in diesen Punkt reinsetzen. Da kann ich nicht diese Punktkoinzidenz nehmen, weil ich habe diesen Punkt nicht. Also müssen wir es über zwei Maße machen. Dieser Punkt zu dieser Achse bekommt den Abstand 0 und dieser Punkt zu dieser Achse bekommt den Abstand 0. Dann liegt das schön da drin. Wir sind fertig, können das Ganze schließen. Dann geht es weiter. Also ich nenne das erstmal um. Das ist der Außenkörper. Und ich erzeuge eine neue Ebene. So, da setze ich 2 mm in die Höhe. Diesen Wert hier können wir nicht parametrisch definieren. Schade, aber müssen wir das halt hier machen. Die ne neue Zeichnung wird erstellt. Wir sehen die alte Zeichnung im Hintergrund und wir beginnen genau wie vorhin auch. Wir definieren einen Quader, machen daran ein paar Radien. 1, 2, 3 und 4. Dann alle Radien selektieren. Ja, ich will allen das zuweisen. F von x paar Punkt Innenradius. Und dann haben wir hier die Länge. Die wird Innen x. Und dieses Maß hier, das wird Y. Jetzt können wir das ist jetzt definiert. Wir können das einfach hier so ungefähr da reinschieben, wo es hinbekommt. Und wir gehen hier unten hin. Da möchte ich jetzt auch die entsprechenden Abstände definieren. Das heißt, der mit dieser Strecke, mit dieser Achse kommt ein Abstand von paar Wandstärke und dieser Punkt mit dieser Achse bekommt als Länge A Punkt Wandstärke. So, jetzt können wir diese Maße hier noch ein bisschen zurechtschieben. Das auch. Und da ist die Innenkontur definiert. Sind wir soweit fertig, schließen das Ganze. Jetzt haben wir hier zwei Zeichnungen. Da sieht man, die eine steht so ein bisschen, 2 mm sind es in dem Fall über der anderen. Und der gebe ich jetzt auch noch einen Namen. Das ist Innenkörper. So, zum Außenkörper erzeugen wir ein 3D-Objekt. Und zwar, das wird habe ich das überhaupt schon definiert? Habe ich nicht. Höhe. Das soll 30 hoch werden. Und Eigenschaften alias Höhe. Okay, dann gehen wir wieder in die Zeichnung. Und jetzt haben wir hier auch Punkt Höhe zur Auswahl. Das war dieser Körper, der heißt jetzt Außenkörper. Ich dann 001, weil es gibt den Namen schon mal. Dann können wir den ausblenden, nehmen den Innenkörper, machen wir dasselbe. Der wird auch nach oben gesetzt und zwar auch mit derselben Höhe.
Das Ding heißt Innenkörper. So, jetzt haben wir die beiden Körper hier. Die Zeichnungen sind jetzt ausgeblendet. Man kann die immer wieder einblenden. Macht nur Sinn, wenn man hier zum Beispiel auf Drahtgitter steht. Dann kann man die halt hier die Zeichnung einblenden. Man kann die Zeichnung einblenden. Und ich will jetzt aber wieder die Ansicht haben, wo ich das schön schattiert sehe. Das ist diese. Ich habe die beiden Körper, die möchte ich jetzt voneinander abziehen. Wie mache ich das? Ich wechsle jetzt in den Part-Modus, Part-Design, vom Part-Design in den Part-Modus. Dann wird der Außenkörper selektiert, der Innenkörper mit der Steuerungstaste selektiert und ich wähle hier Schneide zwei Formen, also Differenz nenne ich das Ganze. Und dann ist der Innen vom Außenkörper abgezogen worden. Dem können wir jetzt noch einen Namen geben, und zwar Gehäuse nennen wir das Ganze. Und fertig ist die Lauge. Und jetzt kann man nachschauen, ob das Ganze auch geklappt hat. Ich speichere das jetzt einmal ab. Speichern unter. Da haben wir schon Namen, das überschreibe ich. Und jetzt können wir hier wechseln in das in die Parameter und können zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das Ding jetzt mal 140 breit und 80 hoch machen. Wir wechseln und schon ist das Gehäuse entsprechend geändert. Dann, okay, die Höhe, die soll nur 20 sein, die Wandstärke 2. Und dann muss aber auch, wenn das 5 ist, muss dieser Radius hier 3 werden, wenn es schön aussehen soll. Und dann guckt man und dann sieht man, die Wandstärke ist auch schmaler geworden. Jo, das soll es auch schon gewesen sein. Der erste Teil. Im zweiten Teil machen wir hier noch hinein einen Ausschnitt für das Display und für den Bedienknopf. Und im dritten Teil Befestigungsmöglichkeiten, wo man dann Schrauben reindrehen kann, um das Display auch anzuschrauben. Und gegebenenfalls im dritten Teil auch hier noch ein Ausschnitt für die SD-Karte und hier oben kommt auch noch ein Ausschnitt rein, wo das Kabel dann raus kann und einen Deckel müssen wir auch noch konstruieren. Mal schauen, wie ich das gebacken kriege. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute und viel Spaß beim FreeCADen. Okay, ciao! Thank you.